Hallo auf Investor Search und meinem Video, welche Versicherung man eigentlich braucht. Ihr wisst ja, zum Geld investieren ist es genauso wichtig, dass man Geld spart, also nicht so viel ausgibt. Und Versicherungen sind regelmäßige Ausgaben und hier sollte man genau schauen, zahlt man zu viel für die Versicherung oder braucht man diese Versicherung überhaupt? Jetzt vielleicht erstmal, was sind Versicherungen eigentlich? Das wissen, denke ich, die meisten, aber Versicherungen decken gegen regelmäßige Zahlungen Risiken ab. Das heißt, sie profitieren dabei von unserer Risikoaversion, da für uns es ein größerer Schaden ist, wenn wir zum Beispiel 50.000 Euro für etwas zahlen müssen. Da zahlen wir lieber monatlich beispielsweise 20 Euro. Insgesamt muss man aber natürlich wissen, dass alle Versicherten insgesamt deutlich mehr Prämien einzahlen, als wieder ausgeschüttet bekommen. Denn die Versicherungsunternehmen wollen ja auch Gewinne erzielen, die haben Vertriebskosten, die haben Abwicklungskosten und solche Sachen. Und deswegen sollte man auch nicht zu viele Dinge versichern. Als generelle Faustregel kann man sagen, wenn das Risiko sehr klein ist, aber dann lebensbedrohlich, wie beispielsweise mein Haus brennt ab, dann macht eine Versicherung Sinn. Umgekehrt, wenn das Risiko aber relativ groß ist, dass es irgendwie passiert und der Schaden jetzt nicht lebensbedrohlich ist, wie zum Beispiel eine Tablet-Versicherung, ja, im schlimmsten Fall ist halt mein Tablet kaputt, kaufe ich mir ein neues, da macht eine Versicherung eher keinen Sinn. Ich habe das jetzt aufgeteilt in Versicherungen, die man braucht, die man eventuell braucht, die man wahrscheinlich nicht braucht und Versicherungen, die man gar nicht braucht, aber fangen wir jetzt einfach mal an mit denen, die man braucht. Da gibt es dann keine Diskussion. Dazu gehört die Krankenversicherung. Die ist gesetzliche Pflicht in Deutschland. Hier hat man allerdings die Wahl zwischen der privaten Krankenversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung. Beziehungsweise man hat die Wahl, wenn man über 56.250 Euro im Jahr 2060 verdient. Das hängt aber auch, wie gesagt, vom jeweiligen Jahr ab. Das kann im nächsten Jahr dann auch wieder mehr werden. Das ist so eine bestimmte gesetzliche Grenze. Der Vorteil von der privaten Krankenversicherung ist, es gibt insgesamt einen besseren Service mit mehr Leistungen. Man kriegt leichter einen Termin beim Facharzt. Allerdings sind die Kosten, die dort in Rechnung gestellt werden, auch teurer. Ja, also der Arzt kann höhere Preise abrechnen und das muss ja dieses System der privaten Krankenversicherungen finanzieren, wodurch insgesamt auch das Gesundheitssystem in Deutschland mitfinanziert wird, da nur über Privatversicherte viele Ärzte überhaupt Gewinne machen können. Trotzdem kann es sein, gerade für jüngere Menschen, dass eine private Krankenversicherung im Normalfall günstiger ist, wenn man mehr verdient, denn bei der gesetzlichen Krankenversicherung hängt es davon ab, wie viel ich verdiene. Und wenn ich, wie gesagt, über 56.000 Euro verdiene, zahle ich da den Maximalsatz, was dann schnell mit dem Arbeitgeber 600, 700 Euro sind, was viel ist. Dafür decke ich aber halt die komplette Familie ab. Also wenn mein Partner nicht arbeitet, mit mir verheiratet ist und auch die Kinder, sind die in der gesetzlichen Krankenversicherung abgesichert. Das heißt, hier gibt es eine Umverteilungsfunktion. In der privaten Krankenversicherung muss ich jede einzelne Person in der Familie einzeln versichern, was gerade bei mehreren Kindern dann sehr teuer wird. Und dazu kommt halt auch, dass im Alter die private Krankenversicherung die Beiträge zunehmen, dann natürlich auch die Ausgaben zunehmen. Im Alter wird man mehr krank. Und der Wechsel bei privaten Krankenversicherungen ist oft schwierig. Also in die GKV zurück geht eigentlich gar nicht, wenn man nicht nochmal irgendwie weniger verdient in einem Jahr unter diesen 56.000 Euro. Und auch zu anderen PKVs, also privaten Krankenversicherungen, ist auch schwierig, da man solche Altersrückstellungen aufbaut und die dann verliert, wenn man den Anbieter wechselt. Da ist man ein bisschen gefallen. Deswegen werden da auch sehr hohe Vertriebsprovisionen gezahlt, wenn man von der gesetzlichen Krankenversicherung in die private Krankenversicherung wechselt. Wer also viele Kinder plant und auch eher Angst davor hat, dass das im Alter die Beitragssteigerungen zunehmen werden, der sollte in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Wer jetzt jung ist, vielleicht keinen Partner hat oder auch keine vielen Kinder plant, für den macht die private Krankenversicherung durchaus Sinn, da man halt Geld spart, wie gesagt, bessere Leistungen bekommt und man kann natürlich auch darauf spekulieren, dass die Politik irgendwann die private Krankenversicherung abschafft und dann würde man automatisch wieder in die gesetzliche kommen und hätte davor das Geld gespart. Oder auch beispielsweise, wenn man EU-Ausländer ist
und eigentlich planen, später wieder ins Heimatland zurückzugehen, dann kann es auch Sinn machen, in die private Krankenversicherung einzuzahlen, da man so Geld spart und dann wieder in das gesetzliche System im Heimatland gehen kann. Für Selbstständige macht aber die private, wie gesagt, Sinn, da es günstiger ist und man gerade am Anfang als Selbstständiger meist nicht so viel Geld hat und eher aufs Geld achtet. Wenn man aber nur ein Ernährer, also nur einer in der Familie Geld verdient, dann macht die gesetzliche Krankenversicherung mehr Sinn. Man sollte sich also den Wechsel gut überlegen. Auf InvestorSearch findet ihr auch nochmal einen Vergleich dazu, wo ihr dann Angebote von privaten Krankenversicherungen bekommt. Oder man kann natürlich auch in der gesetzlichen wechseln, ist hier auch nochmal verlinkt. Die zweite wichtige Versicherung, zumindest für diejenigen, die ein Auto haben, ist die Kfz-Versicherung, die auch Pflicht in Deutschland ist und beim Auto einen sehr hohen Ausgabeposten ausmacht. Und deswegen sollte man im November, kann man immer wechseln, online vergleichen. Geht auch auf InvestorSearch, habe ich hier unten auch verlinkt, wo ich das zusammen mit Check24 mache, die da der führende Anbieter sind. Und was natürlich auch wichtig ist, dass man sich schon beim Autokauf überlegt, wie die Versicherungskosten sind. Also als Pi mal Daumenregel, je aggressiver das Auto so vom Auftreten her ist, desto höher sind die Versicherungskosten. Ja, also irgendwie ein 5er GT BMW, also Autos, die eher von jungen, aggressiven Männern gefahren werden, sind eher teurer. Währenddessen hin zum Beispiel ein Polo oder ein Golf, also oder auch so ein Skoda, so ein Familienauto eher günstiger ist im Verhältnis. Ja. Teilweise sind dann wieder ein Mercedes SL ist dann auch wieder günstig, weil der nur von reicheren älteren Leuten gefahren wird, die das Auto eh nicht viel nutzen. Das kann man sich aber vorher schon mal vergleichen, indem man, wie gesagt, diesen Vergleichstest macht. Das hat man in 5 Minuten dann einen ganz guten Überblick. Die dritte Versicherung, die man auch auf jeden Fall braucht, auch wenn sie gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, anders als der Name sagt, ist die Haftpflichtversicherung. Und die übernimmt Schäden, die man bei anderen Menschen verursacht, zum Beispiel wenn man irgendwie mit dem Fahrradlenker ein Auto einbeult oder andere Dinge in der Wohnung kaputt macht. Deswegen verfordern auch viele Vermieter den Abschluss einer Haftpflichtversicherung, wenn man beispielsweise irgendwie einen Wasserschaden verursacht und solche Dinge. Das würde ich also auf jeden Fall empfehlen, zumal sie auch nicht sehr, sehr teuer ist. Also für einen Zwei-Personen-Haushalt kriegt man das ab 40 bis 60 Euro. Und ich würde darauf achten, dass man gegen Schlüsselverlust abgesichert ist, wenn man zur Miete wohnt, da das dann sehr, sehr teuer werden kann, wenn der Vermieter darauf besteht, dass die Schlüsselanlage ausgetauscht wird. Das kann dann einen schon ins Unglück stürzen, sage ich mal. Hier macht es Sinn, das abzudecken. Sieht man auch dann, aber im Vergleich habe ich hier auch verlinkt. Die vierte Versicherung, die man aber nur braucht, wenn man Hauseigentümer ist, also als Vermieter oder Eigenbesitzer, ist die Brandschutzversicherung, die Gebäudehaftpflicht. Als Mieter zahlt man die mit den Nebenkosten und das ist natürlich auch obligatorisch und sinnvoll und umgeteilt auf die Kosten auf dem Monat sind es relativ überschaubare Ausgaben. Das sind also die Versicherungen, die man auf jeden Fall haben muss und daher Sinn machen. Jetzt kommen wir zu den optionalen Versicherungen. Da hängt es so ein bisschen von ab, brauche ich das, will ich das, also wie ist meine persönliche Situation. Beispielsweise die Rechtsschutzversicherung, die übernimmt irgendwelche Anwaltskosten, wenn ich irgendwie zum Beispiel ein Verkehrsdelikt habe oder wenn ich irgendwie gefeuert werde. Wenn ich dann irgendwie Rechtskosten habe, kann man da mit speziellen Anwälten zusammenarbeiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass man einfach Gott und die Welt verklagen kann. Dann wird einem die Rechtsschutzversicherung auch schnell gekündigt. Ich würde die Rechtsschutzversicherung zum Beispiel empfehlen, wenn man ein bisschen Angst hat, dass einem gekündigt werden kann, ja, dass die Firma irgendwie gerade Probleme hat. Dann macht sowas schon mal im Voraus Sinn abzuschließen, vielleicht auch nur für 1, 2 Jahre, wenn die Situation sich wieder bessert. Bei normalen oder wenn man irgendwie merkt, da kann irgendwie was kommen, dann macht es Sinn. Allerdings zählt es natürlich erst, glaube ich, kommt auf den Partner drauf an, aber wenn zum Beispiel sie jetzt irgendwie zu schnell gefahren sind und wurden geblitzt und merken, oh, da kommt irgendwas und ich schließe jetzt die Rechtsschutzversicherung ab, das funktioniert natürlich nicht. Also das ist nur basierend auf Schäden oder Rechtsstreitigkeiten, die nach Abschluss der Rechtsschutzversicherung angefangen haben. Auch ein wichtiges Thema ist die Berufsunfähigkeitsversicherung.
Da weiß ich jetzt nicht, ob ich die Mehrheitsmeinung vertrete, aber ich sage ja immer, das Ziel ist, dass man finanziell unabhängig wird und hier Vermögen aufbaut, und die Berufsunfähigkeitsversicherung ist einfach sehr teuer und deckt das ab, wenn Sie zum Beispiel Ihren Beruf nicht mehr ausüben können, wenn Sie irgendwas studiert haben und dann haben Sie eine Krankheit und können dann Ihre Lebenshaltungskosten nicht mehr decken und würden irgendwie, damit sind Sie dann in Hartz IV zurückfallen, würde diese Berufsunfähigkeitsversicherung greifen und Ihnen einfach eine entsprechende Prämie auszahlen, von der Sie leben können. Das Problem ist natürlich bei so Berufen, wir sehen es hier, wie irgendwie Maurer oder so, wo es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Sie irgendwann Berufsunfähigkeit werden, dann ist es sehr, sehr teuer. Also eigentlich als normaler Arbeitnehmer kann man es dann gar nicht zahlen, müsste dann der Arbeitgeber machen. Und bei anderen Berufen, wenn sie irgendwie Büroarbeiter sind, ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie berufsunfähig werden. Und dazu kommt es oft zu Streitigkeiten mit den Versicherungskonzernen, weil es natürlich ein bisschen Graubereich, ob jetzt jemand wirklich berufsunfähig ist oder nicht. Das heißt, man muss dazu dann oft noch eine Rechtsschutzversicherung abschließen, damit man da seine Leistungen einklagen kann. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung hängt es, wie gesagt, ein bisschen von der auch der familiären Situation an. Wenn man zum Beispiel verheiratet ist und beide verdienen ganz gut, dann würde ich darauf eher verzichten, weil die Risiko, dass einer irgendwie unfähig ist, das kann man dann stemmen. Zumal, wenn man halt viel spart und investiert und dann auch von diesem Vermögen leben kann. Denn man, diese jährlichen Prämien kann man ja natürlich auch in irgendwie ETFs oder Aktien oder Immobilien investieren, was langfristig im Normalfall besser ist. Die nächste optionale Versicherung wäre die Risikolebensversicherung, nicht zu verwechseln mit der normalen Lebensversicherung in Deutschland, wo man Kapital aufbaut und es irgendwann nach Ablauf ausgezahlt bekommt. Hier zahlt man oder bekommt man wirklich nur Geld, wenn man stirbt. Das ist natürlich dadurch deutlich günstiger, aber halt auch unwahrscheinlicher und kann sich lohnen, wenn es nur einen Ernährer in der Familie gibt. Das heißt, wenn die Familie wirklich dann aufgeschmissen wäre, wenn dieser sterben würde, dann macht es gerade in jüngeren Jahren Sinn, da dort die Prämien auch nicht so hoch sind. Und wenn es dann zum Todesfall kommt, wird einfach, in der USA ist es sehr, sehr beliebt, eine sehr große Versicherungssumme ausbezahlt. Das kann man also machen, wenn man die finanzielle Unabhängigkeit noch nicht erreicht hat, dann um die Hinterbliebenen abzusichern. Auch sehr beliebt in Deutschland ist die Hausratversicherung. Das heißt, wenn es zum Einbruch oder Diebstahl kommt, dann bekommt man da seinen Hausrat ersetzt, wobei meistens der emotionale Schaden größer ist als der finanzielle. Wer natürlich hohe Wertsachen zu Hause hat und irgendwie merkt, hier die Einbrüche und Diebstähle nehmen zu. Ja, heute war gerade in den Nachrichten, dass wir in Deutschland wieder dann Rekordeinbrüche haben. Dann kann das Sinn machen. Wer aber eigentlich jetzt nicht so viel zu Hause hat, da irgendwie sein Vermögen auf der Bank hat oder investiert und wenig in Sachwerte investiert, da kann man auch darauf verzichten. Also im Normalfall, ja, das ist irgendwie ein Fernseher für ein paar hundert Euro, ein Laptop. Aber in vielen, vielen Wohnungen, gerade wenn man jünger ist, ist auch nicht viel mehr zu holen. Dann kann man auf diese Hausratversicherung verzichten. Eine sehr günstige Versicherung habe ich für meine Freundin jetzt für eine längere Reise, haben wir die abgeschlossen. Ist, wenn man gesetzlich versichert ist, dann kann man eine Auslandsreisekrankenversicherung abschließen. Das heißt, wenn man lange reist, dann wird da der Rücktransport übernommen oder auch bestimmte Behandlungen vor Ort. Das deckt nämlich oft die gesetzliche Versicherung nicht ab. Kann man dann auch, wenn man zum Beispiel nicht mehr reist, wieder kündigen. Aber wer eine Weltreise macht, der sollte die, sag ich mal, 10 Euro oder so investieren. Wer aber immer in Europa bleibt, der braucht das eigentlich nicht. Jetzt kommen wir noch zu Versicherungen, die man eigentlich normalerweise nicht braucht. Das ist beispielsweise die sogenannte Dread Disease Versicherung. Die ist so ein bisschen ähnlich wie die Berufsunfähigkeitsversicherung, aber definierter, dass sie bestimmte lebensbedrohliche Krankheiten abdeckt, ist in Deutschland aber nicht so verbreitet, kann aber als Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung hergezogen werden, da sie halt auch günstiger ist, aber halt auch eine geringere Abdeckung hat. Dann gibt es natürlich auch noch eine private Unfallversicherung.
Man ist ja als Angestellter nur während der Arbeit und auf dem Weg zur Arbeit abgesichert, aber Unfälle können ja auch in der Freizeit passieren. Das kann man absichern, aber so muss man jetzt auch nicht. Wie gesagt, kostet auch jedes Jahr Geld. Und dann gibt es halt noch die Riester-Versicherung, die Rürup-Versicherung, die aber eigentlich mehr Geldanlageprodukte sind und auch meistens zu teuer sind vom Vertrieb, auch wenn es da staatliche Zulagen gibt. Wer aber viele Kinder hat, der, für den kann zumindest Riester sinnvoll sein. Auf fair.de ist zum Beispiel auch hier verlinkt und habe ich ein Video zugemacht. Kann man sich das auch nochmal anschauen. Das ist ein recht günstiger Anbieter, der mit günstigen ETFs arbeitet. Und diese Versicherung hier würde ich jetzt empfehlen, dass man die gar nicht abschließt. Dazu gehört eine Kapitallebensversicherung, sehr beliebt bei den Deutschen, aber inzwischen gibt es da keinen Garantiedienst mehr. Der Vertrieb ist sehr teuer. Da würde ich eher den Vermögensaufbau mit Aktien, ETFs und Immobilien empfehlen. Und ich habe es auch schon angesprochen, Handy- und Tabletversicherung. Hier ist der Verlust beherrschbar, macht eigentlich auch keinen Sinn. Und auch eine Kreditversicherung, die man zum Beispiel beim Konsumkredit oder Baufinanzierung teilweise von der Bank noch aufgedrängt bekommt, macht eigentlich auch nur für den Kreditgeber Sinn, weil sie springt ein, wenn man seine Kreditraten nicht bezahlen kann, kostet aber nur extra Geld. Und dazu kommt noch die Zahnzusatzversicherung, die man eigentlich auch nicht privat abschließen sollte, da die Kosten einigermaßen überschaubar sind und auch wieder jedes Jahr Geld kostet. Wenn es der Arbeitgeber zahlt, okay, muss man halt natürlich wieder versteuern, aber kann man sich nicht groß gegen wehren. Also diese Versicherung würde ich nicht abschließen. Was gibt es sonst noch zu beachten bei Versicherungen? Ja, also es ist wichtig, dass man halt immer online vergleicht, zum Beispiel bei Check24 oder auch bei Verivox. Und dass man sich halt auch vor Augen hält, Versicherungen sind regelmäßige Ausgaben und da muss man beim Sparen wirklich darauf achten, dass man das minimiert. Unten habe ich jetzt auch, hier ist noch ein Link dazu, wo ihr direkt dann sparen könnt. Und was auch ein neues System ist, das sind solche Online-Marker wie Clark, GetSafe und FriendSurance, habe ich auch Videos zugemacht. Da kann man alle seine Videos in ein Online-Dashboard hochladen und die schauen immer, ob es irgendwie ein besseres und günstigeres Angebot gibt und erlauben einem auch seine Versicherung besser zu managen. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, das war sehr sinnvoll, da man jetzt einiges über Versicherungen gelernt hat, was die eigentlich sind, ob man die braucht. Wenn ihr weitere solche Infovideos zum Thema Geldanlage und Geld sparen, aber auch vor allem Geld investieren sehen wollt, dann abonniert doch den Kanal. Und wie gesagt, auf InvestorSearch findet ihr auch viele solche Vergleichsrechner, wo man bei Versicherungen Geld sparen kann.